Ich bin ehrenhaft. Ich bin es, weil man es verlangt und weil es der Weg ist, den schon meine Väter und deren Väter gegangen sind. Ich folge diesem Weg, gebunden an einen Kodex, den ich bis ins letzte Wort verinnerlicht habe. Ob ich an ihn glaube? Die richtige Antwort wäre, ich kenne keinen anderen. Im Kodex heißt es, ich schütze ihn, der die Sonne und das Licht ist und mein oberster Herr. Dies ist meine Aufgabe bis an das Ende der Zeiten. Diesem Kodex habe ich mein Leben verschrieben. Ich bin kein niederer Diener. Ich bin Auge, Hand und Klinge meines Fürsten, so wie es schon immer war. Ich bin einer der Klingenmeister, oberster Wächter einer jener letzten Beschützer, die mit dem Stahl sprechen und durch ihn sprechen. Diese Macht verleiht mir alleine der Kodex. Doch zahle ich dafür meinen Preis. Denn völlige Hingabe kann auch zutiefste Einsamkeit bedeuten. Der Weg ist zu gehen. Der Preis ist zu entrichten. Mein Leben ist nicht von Bedeutung. Es zu geben, wenn dies erforderlich wird. Man bringt uns bei, unsere Sinne zu schärfen und mit unseren Augen selbst die tiefste Dunkelheit zu durchdringen. Wir lernen Gegner zu erkennen, die sich in finsterste Schatten hüllen. Aber was, wenn die Feinde selbst Schatten sind? Was, wenn wir erkennen, dass tiefste Schwärze beginnt, die Welt einzuhüllen? Wenn wir die Ersten sind, die diese Bedrohung erkennen, und man uns keinen Glauben schenkt, da andere nicht sehen, was wir sehen? Ich weiß, dass die Zeit des großen Schattens bevorsteht, und doch kann ich nicht mehr tun, als meine Wachsamkeit noch weiter zu verstärken. Auch wenn ich spüre, dass das, was uns allmählich beginnt einzuholen, für die Sprache des Stahls vollkommen taub sein könnte. Doch auch diese Sprache kann man lernen. Falls ihr Unbended unterstützen wollt, findet ihr alle Links dazu in der Videobeschreibung. Außerdem hilft es sicherlich, das Video hier zu teilen, denn dadurch können mehr Leute von Unbended erfahren und immer mehr Leute können spenden und somit wird das Projekt wesentlich schneller finanziert werden und ich hoffe, das wird was. Man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und